Herr Franke, schöner Preis für das Netzwerk und auch eine Auszeichnung für die bisher geleistete soziale Arbeit. Ja, wir freuen uns, denn es sind viele Ehrenamtliche in unserem Verein, die für unterschiedliche Tätigkeiten sich zur Verfügung stellen, freiwillig. Also da muss keiner aufgefordert werden. Aber so eine Auszeichnung ist eine tolle Sache, denn wie heißt es so schön, tue Gutes und sprich darüber. Und wir sind im Landkreis auch Richtung andere Kommunen tätig, zum Beispiel Lichtenfels, Gemünden, sogar Karl Friedrich, Bad Zwesten, wo wir Hilfestellung geben, Antragstellung Bürgerbus oder Einrichtung eines Reparaturcafés. Hinter Ihnen an der Wand sehen wir ganz viele Projekte und in der Laudatio vom ersten Kreisbeigeordneten wurde gesagt, es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denken Sie auch an moderne Projekte zum Beispiel. Kommt ja jetzt die Generation, die mit Computern aufgewachsen ist, aber Internet trotzdem so ein bisschen schüchtern gegenübersteht. Zum Beispiel Zusammenarbeit mit der Prävention der Polizei, was Internet betrifft. Kann ich eines sagen, ich bin nicht nur Vorsitzender, ich bin auch Sicherheitsfachkraft für Senioren. Das heißt, ich bin in diesen Präventionsrat der Waldeck-Frankenberger Polizei eingebunden. Und wir übernehmen die Themen, wir machen auch Werbung. Gerade was jetzt Internet oder allein zu Hause angeht. Also wir sind auch auf dem Gebiet aktiv. Aber das ist auch heutzutage ganz wichtig, zumal ja immer mehr Senioren zu Hause sitzen und leicht in solche Fallen tappen. Ja. Ne? Sie haben gesagt, Bürgerbus und aus Münchhausen und anfahren. Es gab vorher schon eine gewisse Vereinsamung der Senioren, weil wir immer mehr Alleinstehende haben. Ja. Corona hat das noch verschlimmert. Haben Sie das bemerkt in Ihrer Nachbarschaftshilfe? Wir haben eigentlich eine ganz andere Situation gefunden. Wir haben den Bürgerbus jungen Leuten zur Verfügung gestellt, die sich bereit erklärt haben, als Alltagshelden tätig zu werden und Leute zu fahren. Aber komischerweise wurde die Nachbarschaftshilfe vor Ort ausgeübt. Die direkten Nachbarn wurden tätig, sodass auf dieses Angebot junge Leute kaum zurückgegriffen wurde. Ich hatte eben schon gesagt, es ist nicht das Ende der Fahnenstange, sie sprudeln noch vor Ideen. Und gerade im sozialen Bereich benötigt es dringend viele ehrenamtliche Helfer und Ideen. Auch Sie suchen weitere Helfer und Mitglieder. Ja, ja. Also, kann man sich hinwenden? Wir haben im Moment viele, die sind älter 60. Aber es wäre natürlich schön, und da ist das neue Projekt mit der nachhaltigen Nähstube vielleicht hilfreich, dass wir die jüngere Generation mit ins Boot bekommen. Denn es muss keiner was machen. Jeder macht das, wenn er Zeit hat oder Lust hat. Gerade beim Ehrenamt, gerade bei solchen Vereinen, ist es oft das persönliche Engagement, das hatten Sie in Ihrer Erwiderungsrede angesprochen. Dazu kommt nicht nur die Zeit, oft wird auch privates Geld in die Hand genommen für den Verein. Da kommt das Preisgeld doch gerade richtig. Für die Projekte, die wir jetzt vorhaben, passt es genau dazu. Die Sie vorhaben, ja, klar. Ja. Nicht für Sie selber. Nein. Also aber für die Projekte, die Sie vorhaben, ist ganz wichtige. Für unsere Aktivitäten wird nichts gezahlt. Also es gibt keine Stundenwerte, die hier gewährt werden, sondern es arbeitet wirklich jeder ehrenamtlich. Lediglich, wenn jemand mit dem Privat-Pkw fährt, kriegt er pro Kilometer 30 Cent. Das entspricht dazu dem reinen Spritverbrauch. Der erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Karl Friedrich Frese, auch Sozialdezernent und in dieser Eigenschaft heute den Sozialpreis des Landkreises Waldeck-Frankenberg an die Nachbarschaftshilfe Battenberg verliehen. Herr Frese, Nachbarschaftshilfe, soziales, ehrenamtliches Engagement, ohne das würde unsere Gesellschaft, Sie haben es in der Laudatio gesagt, überhaupt nicht mehr funktionieren. Ja, das ist so. Das Ehrenamt trägt unsere Gesellschaft. Wir sind zwar in der Bundesrepublik heute ein Sozialstaat und wir geben das bei weitem meiste Geld auch für soziale Dinge aus, aber ohne ehrenamtliches Engagement wäre unsere Gesellschaft nicht tragfähig. In zweierlei Hinsicht. Einmal können wir das, was viele Menschen an Guten für ihre Mitmenschen tun, einfach nicht finanzieren. Und zum Zweiten ist das ein Eckpfeiler unserer Demokratie und unseres mitmenschlichen Zusammenlebens. Das Ehrenamt
in all seiner Ausbreitung. Nun heißt Ehrenamt nicht nur Soziales, sondern unser Ehrenamt in Deutschland ist zum Beispiel Rettungsdienste und Feuerwehr, die zum größten Teil ehrenamtlich durchgeführt werden, auch bei uns hier im Kreis. Dazu die Sozialdienste und die finanzielle Entlastung der Kommunen und Kreise durch dieses Ehrenamt ist doch enorm. Ja, selbstverständlich. Brandschutz, Rettungsdienst und allgemeine Hilfe, um auf den Aspekt der Frage einzugehen, sind im ländlichen Raum nur finanzierbar durch das Ehrenamt, durch die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer. Das ist die eine Schiene, wo wir organisieren, wo wir staatliche Daseinsvorsorge organisieren. Und heute sind wir zusammengekommen, um eine eher freiwillige ehrenamtliche Tätigkeit zu würdigen, nämlich soziales Engagement für die Menschen. Nichtsdestotrotz, egal ob hier freiwillige Initiative oder Rettungsdienste, Feuerwehr, immer mehr Menschen nehmen Anstoß an solchen Organisationen, behindern, beschimpfen und so weiter. Das kann nicht hingenommen werden. Nein, deshalb müssen wir solche Veranstaltungen wie heute durchführen. Wir müssen die ehrenamtliche Arbeit der Menschen würdigen und wertschätzen. Und wir müssen auch eine Anerkennungskultur immer weiterentwickeln und ausbauen. Und dazu dienen die Preise, die der Landkreis Waldeck-Frankenberg verleiht, in erster Linie. Und ebenso dienen sie dazu, den Menschen ein Beispiel zu geben, was Ehrenamt alles auszurichten vermag. Christian Kleib, Bürgermeister von Waldeck-Frankenberg. Wenn ein Verein den Ehrenamtpreis oder den Sozialpreis des Landkreises Waldeck-Frankenberg bekommt, macht das einen Bürgermeister stolz? Es macht einen natürlich stolz, vor allen Dingen, wenn man denkt, dass der Verein es auch völlig zu Recht erhalten hat, weil da wirklich Außerordentliches geleistet wird. Eben im Gespräch mit dem Essenkreisbeamten, vieles, was in einer Kommune ehrenamtlich geleistet wird, könnte die Kommune überhaupt nicht finanziell, auch personell nicht leisten. Nein, das ist überhaupt nicht möglich und man muss ja auch immer berücksichtigen, die Bürger merken viel eher, wo der Schuh drückt, wie die Verwaltung. Die Verwaltung wird ja oft erst involviert, wenn es richtig schief läuft. Da haben die Leute ein viel feineres Gespür für, wo was zu machen ist. Man kennt sich untereinander und wie hier im Verein, man hilft sich untereinander. Und da ist das auf einem guten Wege. Und ich denke, wenn es in den Verwaltungsbereich reingeht, wird es ja auch immer bürokratisch. Die Verfahren werden schwieriger und in einem Verein kann da viel unbürokratischer und einfacher geholfen werden. Wir sind froh, wenn wir hier und da unterstützen können, aber das ist auf Vereinsebene im Ehrenamt viel besser aufgehoben. Nun ist einer der größten Brocken der Kommunen, die Kommunen zu schultern haben, ja der soziale Bereich, die Aufwendungen für Soziales. Wie würde es ohne Ehrenamt im Haushalt aussehen? Also man kann ohne weiteres sagen, dass wir dann vermutlich an eine Schmerzgrenze kommen würden. Wir müssten weitere Kosten auf die Bürger umlegen. Das wäre eigentlich gar nicht mehr zu machen. Ich glaube, die Abgaben sind schon hoch genug. Deswegen ist es schön, wenn es auch anders geht. Also kann man sagen, das Nachbarschaftsnetzwerk Battenberg hilft eigentlich doppelt. Einmal direkt und einmal indirekt, indem es Lasten von der Kommune nimmt. Ja, es werden Aufgaben wahrgenommen, die, wenn es keiner machen würde, letztendlich bei der Kommune oder beim Staat in Anführungsstrichen landen würden. Und alles, was da nicht landet, das braucht natürlich auch nicht über Steuergelder und so weiter finanziert werden. Ja, Iris Rubio, Kreistagsvorsitzender, schönen Abend. Guten Abend. Wir hatten ja schon öfters das Vergnügen, auf diesen Preisverleihungen gegenwärtig zu sein. Nachbarschaftshilfe, man ist auf dem Land eigentlich? Ich denke schon, ich habe es auch in meinem Beitrag hier eben hier deutlich gemacht, dass es gerade auf dem Land auch wichtig ist, Nachbarschaftshilfe auch ehrenamtlich sicherzustellen, weil ich denke auch mal heute, gerade auch bei der Struktur, viele alte Menschen und die jungen Menschen sind oft dem woanders, die Familien. Und daher ist es, denke ich, auch einfach wichtig, dass es da entsprechende Unterstützung gibt und einer nach dem anderen guckt. Und ich denke, das ist etwas, was auf dem Land vielleicht noch besser funktioniert als in der Stadt. Und deswegen denke ich, das ist wirklich was, was ganz wichtig ist. Und gerade jetzt auch in Zeiten von Corona ist deutlich geworden, wie wichtig Nachbarschaftshilfe war, dass man sie eingekauft hat, wenn jemand nicht rauskam, die alten Menschen, die nicht rausgehen durften, die dann auch entsprechend versorgt wurden mit dem, was sie benötigten, hatten Ansprechpartner. Und ich denke schon, das ist
Ich glaube, es ist immer schon nur ein zweiter großer Punkt bei uns auf dem Land, ist natürlich Mobilität. Wir sind im Kreis Waldeck-Zahnberg relativ gut aufgestellt, aber es gibt viele ältere Alleinstehende, die heute noch gezwungenermaßen Auto fahren, obwohl sie, ich sag mal, mit Vorsicht auf der Straße zu genießen sind. Da kann so eine Nachbarschaftshilfe mit Bürgerbus auch eine große Entlastung sein. Also das denke ich schon, ich gerade auch, wie Sigi Franke eben erzählt hat, wie kommunikativ auch so ein Bürgerbus ist, das ist, denke ich, schon eine sehr gute Sache. Und ich denke, wenn es da die Möglichkeit gibt, das auch für den Landkreis flächendeckend machen zu können, dann wäre das wirklich eine gute Idee. Da müssen wir uns wirklich noch vielleicht auch verstärkt drum kümmern. Und ich denke, Frankenau haben wir ja auch so einen Bürgerbus. Und ich denke schon mal, dass das einfach wichtig ist, um dann halt auch bestimmte Fahrten vornehmen zu können, Personen dann auch dorthin zu fahren, wo wir einkaufen können, Arztbesuch und Ähnliches. Und ich denke mal, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, obwohl ich auch sagen muss, unsere Mobilität hat sich durch die Bahnstrecke schon mal wesentlich verbessert und ich glaube, insgesamt die Bahnstrecke ist natürlich, aber man muss erst mal hinkommen. Das stimmt, das kommt auch an, also wo man kommt. An der Bahn. Ja, genau. Mit dem Bürgerbus, die Ministerin Priska Hinz hat ja anlässlich des Besuchs ein Förderbescheid, Dorferneuerung. Ja. Wir haben im Interview gesagt, wir werden also den Bürgerbus noch weiter fördern und ausbauen, sodass wir gute Chancen haben, hier in Waldeck-Frankenberg flächendeckend Bürgerbusse zu haben. Nichtsdestotrotz, der Bürgerbus braucht Fahrerinnen und Fahrer. Also braucht man wieder Ehrenamtliche wie die Nachbarschaft. Ja, das hat ja der Sigi Franke eben auch deutlich gemacht, dass es immer wichtig ist, dass man für alles, was man an Angebot hat, als ein solcher engagierter Verein, immer auch die richtigen Personen haben muss, die bestimmte Aufgaben übernehmen verantwortlich. Und er hat ja eben auch gesagt, da muss man halt auch entsprechende Schulungen und Ähnliches machen. Und das ist auch eine gewisse Verantwortung, so einen Bus zu fahren mit vielen Menschen. Und ich denke einfach mal, das ist wichtig, dass man Leute dazu motiviert, das zu machen, und ich denke, das wird uns auf Dauer auch gelingen, weil wir sind einfach darauf angewiesen, uns gegenseitig zu helfen. Auch gerade wenn wir älter werden. Das ist nicht immer einfach, aus den vielen Einnahmen das richtig auszuwählen, wie viele Vorschläge gab es? Das kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen, weil ich nicht in der Jury war. Das ist mir auch nicht deutlich gesagt worden, weiß ich nicht genau. Aber es war mehr als einer. Ja, denke ich schon, es war mehr als einer. Ja. Ich meine, es ist ja immer ein zweijähriger Turnus, insofern sind es schon immer einige Vorschläge, die da kommen, aber ich weiß es nicht ganz konkret, welche Vorschläge es sind, das weiß der Herr Rese besser.